Real Madrid hat sich laut Berichten der erst die Dienste von Héctor Herrera gesichert. Der aktuelle Mittelfeldspieler des FC Porto soll demnach einem Wechsel im Sommer 2019 nach Madrid zustimmen. Laut AS soll Realtrainer Julen Lopetegui in Portugal bei einem Treffen mit Herrera gesichtet worden sein. Dort sei ein Wechsel im kommenden Sommer mündlich vereinbart worden, der im Wintertransferfenster mit einem Vorvertrag fixiert werden soll. Hintergrund der komplexen Verpflichtung ist die Vertragssituation Herreras. Der 28-Jährige steht bei Porto noch bis 2019 unter Vertrag und hält aktuell eine Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro. Real will diese nicht aktiveren, den Spieler wohl aber vor Juventus und der Roma verpflichten. Héctor Herrera bald an Seite von Toni Kroos. Entsprechend sei das Gespräch bereits jetzt gesucht worden. Im Winter ist der Mexikaner schließlich nach FIFA-Regularien frei für Verhandlungen mit anderen Clubs über einen ablösefreien Wechsel im Sommer. Bei Real könnte er das Mittelfeld um Toni Kroos und Luka Modric verstärken. Herrera kam 2013 nach Portugal und entwickelte sich dort schnell zum Leistungsträger. In 70 Spielen gelangen dem flexiblen Mittelfeldspieler 5 Tore. Darüber hinaus wurde Herrera zum Kapitän seiner Mannschaft gewählt und führte auch das mexikanische Nationalteam in Russland an. Punkt. Héctor Herreras Bilanz beim FC Porto Wettbewerb Spiele Tore Assists Liga NOS 1-3-5-2-1-2-0 Champions League 3-2-5-7 Europa League 7-0-0 Portugiesischer Pokal 1-3-1-3 Portugiesischer Superpokal 1-0-0 Allianz Cup 9-0-2 Gesamt 1-9-7-2-7-3-2 Mehr bei Spox Balotelli wog nach dem Urlaub wohl 100 Kilo. Arnautovic feiert auf Instagram mit Dzeko, Kevin Prince Boateng bei Sassuolo, noch immer Adler.